An guten Tag gibt es nur hier und jetzt. Dass die Top of the Mountain Bühne auf Ischgl Sidalp einen besonderen Ort für großartige Konzerte bietet, ist nach Auftritten zahlreicher internationaler Stars längst kein Geheimnis mehr. Auch Johannes Oerding wollte sich von dieser einzigartigen Location überzeugen lassen und begeisterte 17.000 Wintersportler mit einem Easter-Konzert. Dieses Jahr haben wir echt ausgesucht danach, nach der Schönheit der Locations, muss man sagen. Ich meine, das sieht man auch hier in Ischgl. Wir wollten wirklich die besonderen Konzerte haben, die wir so noch nie gespielt haben. Neben seiner Schönheit punktet Ischgl auch mit 239 bestens präparierten Pistenkilometern, die wohl auch das ihrige zur Location-Wahl beigetragen haben. Bei mir sieht das aber eher so aus, dass ich irgendwann dann doch stürze und dann wieder 150 Meter hochrennen muss, um den anderen Ski zu holen. Von daher, ich bin mal gespannt, ob sich was getan hat jetzt. Ich habe auf jeden Fall Leidenschaft. Leidenschaft fürs Skifahren. In Ischgl kann noch bis Ende April leidenschaftlich Ski gefahren werden, bis ein gewisser Lenny Kravitz die Skisaison gebührend beendet. Thank you.